So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir steigen direkt ein und zwar waren wir auf der Suche nach einem Dungeon. Ah! Oh Scheiße. Ja, das ist ein herrlicher Start in die Runde. Was haben wir hier an Waffen dabei? Okay. So, da vorne ist die Eisfeuerwaldwiese, die ist aber nicht unser Ziel tatsächlich. Die ist nicht unser Ziel, Freunde. Unser Ziel ist ein anderer Ort. Oh, wir sind... Eigentlich wollte ich ein bisschen... Okay. Okay, spannend. Spannend, Freunde. Das Spiel ist jetzt zum zweiten Mal abgestürzt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Na? Willst du es wieder capturen? Hast du Bock? Ist jetzt wieder alles gut zwischen uns? Ja? Können wir weitermachen? Das Ding ist so, wenn ich im Menü von Oblivion bin und tab raus, dann ist es mir tatsächlich schon öfter passiert, dass es abgestürzt ist. Aber jetzt so direkt straight in-game ist schon eigenartig. Aber okay. Ist da unten ein Troll? Nee, ein Bär. So, okay, wir sind schon an dieser Wiese vorbei und da ist die Höhle, wo ich hin möchte. Und jetzt werdet ihr hoffentlich gleich sehen, warum ich, als ich es gelesen habe, mir sicher war, ja, das ist safe irgendwie ein Minotaurus. Oh, da ist ein Oblivion-Tor. Ja, war jetzt vom Damage in Ordnung. Den hätte ich eigentlich zum Oblivion-Tor locken sollen. Nehmt dies! Ja! Easy. Hast du die Höhle beschützt, oder? Das Maul der Bestie. Freunde, wenn das nicht nach einem Dungeon klingt. Das ist noch ein Minotaurus. Wenn das nicht nach irgendwas Wichtigerem klingt, dann weiß ich es auch nicht. Ne? Ach so. Gut, fahren wir mal ganz kurz unsere Pfeile, damit wir unsere Schützenfertigkeit ein bisschen verbessern. Okay. Sieht gut aus. Ups. Es ist so schön, wie sie zusammenfallen. Das ist so nice. Okay. Was denn jetzt noch? Das Tor ist zu weit weg. Das Irrlicht? Nee, das ist auch zu weit weg. Noch ein Minotaurus. Ja, lüge ich denn? Ja, lüge ich denn, Freunde? Was ist das denn? Ja, bleib mal stehen jetzt. Auf die Knie, Feigling. Gibt's einen Zauber, mit dem man sich irgendwann mal so Ding? So Pfeile zaubern kann? So, haben wir's jetzt. Ist das ein Pfad? Nee, nicht wirklich. Okay, also zum Maul der Bestie führt auch nicht wirklich ein Pfad hin.
Den muss man einfach entdecken, den Ort. Das ist das Zweite, gell? Genau, weil wir hatten nämlich das Oblivion-Tor angegriffen, aber das geschlossen. Wichtig. Mir ist aufgefallen, Freunde, wir können ja eigentlich mit der Quest nicht unendlich, also mit der Hauptquest gar nicht unendlich weit voranschreiten, weil, also mit dem Ende der Oblivion-Krise sind ja die Oblivion-Tore auch weg. Und ich will ja alle schließen. Oh, hi. Uah, falsche Zauber. Boah, die sind schon eklig, gell? Diese Landreus. Sind schon auch eher von der speziellen Sorte, die Biester. Also, wir sind im Maul der Bestie. Mal sehen, was das zu bedeuten hat oder ob es einfach nur ein sehr, sehr cooler Name für ein Dungeon ist. Oh, da hinten ist eine Ratte. Warte, ich muss kurz warten, bis der weg ist. Weil von der lassen wir uns ein bisschen verprügeln. Komm her. Und die Handschuhe ziehen wir ab. Stör mich nicht beim Pilzsammeln, beim Schwammerlsammeln selbstverständlich. Nicht wirklich ertragreich. Tob dich aus. Tob dich aus. Tu, was du nicht lassen kannst, Liebes. Komm. Bester Weg, um Rüstung zu kriegen. Danke dir. Sehr nett. Okay, da unten führt eine Tür in eine neue Area. Schauen wir mal. Die merken ja gar nichts. All die checken ja überhaupt nichts, die Biester. Recht und Feind. Düster und Bahn. Das Maul der Bestie höhlen. Da kommt noch eine Ratte. Ich schau mal, ob ich die... Oh. Schauen wir mal, ob wir es so hinbekommen. Das macht er grandios. Das macht er aber auch einfach grandios. Was soll man dazu noch sagen? Wie er da einfach die Ratten auf sich lockt. Also, wiederherstellen wollte ich jetzt nicht pushen, aber ist natürlich auch gut. Ist, glaube ich, so mit Abstand die wichtigste Zauberschule in dem Spiel. Sehr schön. Allerdings bisher schon wirklich eine relativ zahme Höhle. Unreiner Diamant, okay. Reparaturhammertechnisch sind wir auch gut ausgestattet, das sollte sich nichts fehlen, je nachdem wie viele Ebenen die hat. Ich gehe jetzt erstmal von 2 aus. Das Übliche.
Aber die Pilze hier sind alle noch nicht reif. Oh, warte, da, dafür. Oh. Okay. Da führt offensichtlich noch ein Weg entlang. Oh ja, oh, der führt wirklich weit sogar. Hey, was war denn da los? Speichern. Ah. Ja, komm, bringen wir es hinter uns. Tob dich aus. Wie sollen wir die Folge nennen? Rattenprügelei? Aber es ist ja gut, wenn wir nochmal die Möglichkeit bekommen, auf die Art unsere Rüstungen zu trainieren. Das ist immer so ein bisschen mühselig, aber da muss man halt auch durch. Und es lohnt sich am Ende des Tages. Apropos, wo sind wir da eigentlich? Schwerrüstung 47, okay, und leicht. Okay, 67 bei leichter Rüstung. 47 ist auch nicht so schlecht. Das ist zumindest kurz vor den 50, das ist gut. Ah ja, da geht's auch in die Höhlen. Ja. Hm. Nehmen wir mal den nicht so offensichtlichen, den nicht zuerst angebotenen Weg, würde ich sagen. Okay, Ratten. Ratten. Ah ja. Na dann. Ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass ich sage, es ist bisher die unspektakulärste Höhle. Schlammkrabbe, okay. Ja, wisst ihr was, die probiere ich jetzt auch mal. Also so mit Reflexionsschaden fertig zu machen. Hä? Wie können wir uns denn infizieren? Wir sind doch... Ich dachte, wir wären als Vampir immun. Gut, dass wir immer auf alles vorbereitet sind. Das funktioniert auf jeden Fall großartig. Unsere Rüstung ist mittlerweile stark genug, dass wir uns sogar von Schlammkrabben verprügeln lassen können. Dich hat's schon. Ach, halt's Maul. Lieb's. Lieb's. So. Ich hab so die Vermutung, dass das wirklich so eine krass unspektakuläre Höhle ist. Ich meine, wenn es so ist, dann ist es so. Übrigens habe ich immer noch nicht herausgefunden. Ich habe auch im Internet nachgeguckt, ob es nicht irgendwas noch gibt, was man in der Diebesgilde erfüllen kann, abgesehen davon. Entschuldigung, dass wir jetzt Graufuchs sind. So, jetzt gehen wir mal noch den anderen Weg und schauen, ob sich da irgendwas ergibt. Falls nicht, dann war es natürlich einfach nur Fastfood. Mein Gott, diese Ratten. Nicht. Nee, ich glaube wirklich, das war's dann. Krass.
Der Laden ist maximal unspektakulär. Also entweder... Freunde, sagt mir das. Habe ich hier irgendwas? Habe ich hier irgendwas einfach gnadenlos übersehen? Oder ist es einfach ein Ort, wo sich die Entwickler gedacht haben, ja, da können völlig Bekloppte sowohl leichte als auch schwere Rüstung drin. Das kann natürlich sein. Dass sie sich da gedacht haben, hey, es wäre schön, wenn es einen Ort mit schwachen Monstern gibt. Wenn die tot ist, hau ich ihr auf die Fresse. Eigentlich ist... Oh nee, ihr braucht mir zu lang. Ihr braucht mir einfach zu lang. Hallo? Das will ich auch hoffen. Na gut, Freunde, dann ist das Thema durch. Hatte ich jetzt nicht damit gerechnet, aber okay. So. Wie machen wir weiter? Ich würde sagen, als erstes ruckzuck in die Heimat zurück. Und dort organisieren wir uns neu. 15 Minuten. 15 Minuten. Also das ist jetzt die Zeit, die wir gebraucht haben für dieses Dungeon, Freunde. Das ist nichts. Es ist absolut überhaupt nichts. Und es ist Tag. Schön. Scheiße, ist Irrlicht. Okay, ich hab nichts da, oder? Nee. Macht Platz, Kröte. Auf die Knie, Feigling. Ja, aber es geht so. Ich verbanne euch. Wo rollt's hin? Wo rollt's hin? Hier. Glühstaub will ich mir nicht entgehen lassen. Okay. Ja, jetzt kommt erstmal wieder Quest. Dann machen wir mit dem Tor weiter. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir mal zwei Tore... Naja, aber es gibt noch so viele Dungeons, Freunde. Ich darf bloß, wie gesagt, mit der Hauptquest nicht zu sehr pushen. Trotzdem, glaube ich, hatte ich euch versprochen, mit den Spionen weiterzumachen, oder? Weil die ja auch unsere wunderschöne momentan Wahlheimat Bruma unter Druck setzen. Wenn ich mich recht entsinne. Es ist eine Weile her, ich hatte jetzt, glaube ich, eine Woche lang Oblivion-Aufnahmepause. Ich meine, mich daran erinnern zu können. So. Da wollte ich schauen, ob ich da welche kaufen kann. Ja. Und wenn nicht, machen wir damit weiter. Wir sollten auch... Bleibt der freiberufliche Diebstahl ist auch weg. Aber gut, wir haben ja unsere HehlerInnen. Die haben wir ja. Also. Aber ich würde da tatsächlich sagen... ja, wir machen den Bravi weiter. Problem ist leider, dass ich mir die auch nicht mehr... Ich kann das auch nicht mehr auswählen, oder? Oder kann ich das nochmal? Nee. Scheiße. Ja, das ist nicht optimal. Muss ich im schlimmsten Fall im Internet gucken. Ich meine, gut, Boomer brauchen wir nicht mehr. In Bravil, da kennen wir sie, unsere Hehlerin. In Leia Wien haben wir safe ein. Ich glaube, in Anvil haben wir jemanden. Was ist denn jetzt los? Oh no.
Irrlicht, bist du das? Oh, zwei Irrlichter, jetzt aber. Nee, doch. Und in der Kaiserstadt. Aber da muss ich gucken. Blutsack. Oh. Ach, das ist die Rotrubinhöhle. Und unser Idiot von Ding will hier nicht mithelfen, oder wie? Stark, Junge, du wirst maximal nutzlos, aber das weißt du sicher selbst. Pass mal auf. Ich brauche hierfür Magie festigen. Recht und Feind. Zurück, nichts nutzt. Düster und tief. Füttert mich. Ja, Glühstaub ist schon relativ wertvoll. Macht Platz, Kröte. Sehr schön. Ich mach den mit. Oh, ich mach den Biest mit der Faust. Mit der Faust Schaden. Interessant, okay. Aber warum? Zurück! Nichts nutzt! Ergibt für mich jetzt nicht wirklich Sinn, aber... Oh Gott, jetzt ist es gerade ein bisschen nervig. Uah. Uah. So. Haben wir es jetzt? Kann ich mich endlich nach Brumath zurückziehen? Hier geht's zum Schrein. Aber den haben wir schon durch. Und ich... Ich glaube, Freunde, dass ein Büchlein nach uns schreit. Bisschen Storytime, bevor wir uns dem... Also ein bisschen Reading-Time, bevor wir uns... der Hauptquest widmen. Wo sind wir eigentlich gerade? Sorry, dass ich da so durcheinander wurschtel. Wo sind wir da eigentlich gerade? Stefan sagte mir, dass die verdächtigen Fremden auf der Straße zum Wolkenherrscher gesehen wurden, normalerweise bei Abenddämmerung in der Nähe des Grenzsteins. Ah ja. Das heißt, wir können schon Leute danach befragen. Jetzt ist da unten auf dem Weg so ein Bär. Wenn es keine Dädre oder Banditen sind, dann sind es Bären. Oh, der ist aber verletzt. Auf die Knie. Der hat ja auf jeden Fall schon so ein paar Kämpfe hinter sich. Aber nicht der Grenzstein. Da sind wir, Freunde. Ah, unser wunderschönes Bruma. Beschmutzt durch Banditen. Das kann ich Spione. Banditen. Das kann ich natürlich nicht zulassen. So. Jetzt pass auf, es gibt einiges zu erledigen. Erstmal beten. Immer gut. Repariert haben wir? Cool. Oh. Okay. Du kannst, du warst es. Einen wunderschönen... So. Schönen Tag. Dann gehe ich mal zum Magiergilde.
Solltet ihr etwas benötigen, bin ich euch gern zu Diensten. Voll lieb. So. Genau, ich wollte Seelensteine hier. Hello. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Und mir war es ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Bitte, los schon. Was gibt's für Gerüchte? Manche sagen, dass Traven die Position des Erzmagiers zur Verfolgung eigener Ziele missbraucht. Was wisst ihr über Fremde in der Stadt? Nicht, dass ich wüsste. Die Leute bleiben meist zu Hause, bei all den Gefahren in der Welt. Eigentlich sehr klug. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Einen. Großer Seelenstein, groß keine. Ah, warte mal. No, das stimmt niemals. Kommt wieder und... Man weiß nie, wann man einen guten Trank benötigt. Rüstet euch besser jetzt aus, bevor es zu spät ist. Oh, der ist sehr stark. Magie reicht nicht aus. Zerstörung 75. Ich kann von dir nur den Daedroth holen. Naja, gut. Dann würde ich sagen, schließen es wir doch eine Lücke. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Und mir war es ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Gut, den will ich natürlich, pass auf. Den packe ich auf die 7. Und dich packe ich auf die 6. Ja? Ja, ich hätte eine Frage. Hallo ihr. Seid ihr hier, um der Magiergilde beizutreten? Nicht direkt. Was? Ach so. Lebt wohl. Die kann man das gar nicht fragen. Wo ist denn der Dude? Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Vielleicht. Was wisst ihr über Fremde in der Stadt? Nicht, dass ich wüsste. Die Leute bleiben meist zu Hause bei all den Gefahren in der Welt. Auf Wiedersehen. Das ist nicht gut. Warte, vielleicht hilft er uns ja. Schönen Tag. Istirios, sind euch irgendwie... Sicherlich. ...Fremde in der Stadt aufgefallen? Nicht, dass ich wüsste. Die Leute bleiben meist zu Hause bei all den Gefahren in der Welt. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Und ich euch ebenfalls. Ihr seht kräftig aus. Lauft der Bettler. Ihr viel? Ich spare, um Medizin kaufen zu können. Vollkommen logisch. Aber was wisst ihr über Fremde in der Stadt? Mir fällt nichts ein. Aber natürlich ist mein Gedächtnis nicht mehr das, was es mal war. Würden 5 Goldstücke beim Erinnern helfen? Ah, jetzt erinnere ich mich. Ja, ich glaube, ich sah neulich, wie jemand bei Jeals Haus aus dem Fenster schaute. Jemand, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Als Jeal nicht daheim war. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt entschuldigt mich bitte. Diese Reederei hat mich mächtig durstig gemacht. Ja. Vielen Dank. Ich habe herausgefunden, dass Jarl einen Gast hat. Ich sollte herausfinden, um wen es sich dabei handelt. Warte mal kurz. Ich lade jetzt nochmal neue Freunde, sorry. Weil... Ich will natürlich... Einen wunderschönen... Ich will natürlich diese anderen... Einen schönen Tag wünsche ich noch. Die sich dort drüben am Grenzstein befinden, den will ich natürlich auflauern. Ist klar, denke ich. Okay, pass auf, was haben wir alles? Schaffe ich das noch? Die haben alle keine.
Schaffe ich niemals. In dem Tempo. Das sieht ja was. Also. Da ging schon wirklich absurd wenig. Also den Bogen können wir hier rein. Haben wir den zweimal? Ja gut, Freunde, ich würde mich jetzt für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder zu The Elder Scrolls IV Oblivion. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.